Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront und zwar den Modus Vorherrschaft hier auf Überlebende von Endor. Ich wollte ja eigentlich, ich habe ja beim letzten Part so ein bisschen gefragt hier von wegen, wie sieht's aus? Soll ich das großartig irgendwie noch machen von wegen Todesstern immer jetzt gerade zeigen, weil das noch recht aktuell ist? Oder wollt ihr lieber, dass ich so ein bisschen, ja, durchswitche immer hin und her? Und da wurde dann eher mäßig drauf geantwortet und allgemein habe ich da jetzt eher so rausgelesen, komm, switch ruhig mal ein bisschen durch die Gegend. Nur Todesstern wollen wir gar nicht unbedingt noch sehen. Und daher spielen wir jetzt mal wieder hier eine der älteren Maps. Ich glaube, die kam jetzt schon länger nicht mehr. Abgesehen von den Loadout-Challenges natürlich. Ah. Komme ich da noch weg? Oh, und der Kill ist auch noch meiner. Super. Gut. Und allgemein hätte ich jetzt mal wieder so ein kleineres Thema, was wahrscheinlich nicht allzu lange dauert. Das ist so meine Meinung zu den Änderungen und zu den Merkmalen, wie sie jetzt neu im Todesstern reingemacht wurden. Und wie ich das so finde, welches Merkmal ich vielleicht am besten finde und sowas in der Richtung. Boah. Und allgemein möchte ich hier erstmal am Anfang noch sagen, ich spiele hier gerade mit der EE3 und ich habe die jetzt so ein paar Runden wieder gespielt. Und ich finde die Waffe einfach super. Ich habe das ja, wer mich jetzt schon länger, ein bisschen länger schaut, der weiß allgemein, dass ich die Waffe richtig, richtig gut finde. Überlebe ich das hier? Ja. Sehr gut. Ich hau hier aber ordentlich rein. 8-0 schon, ne? Das läuft doch super. Der weiß, dass ich die schon Ewigkeiten richtig, richtig cool finde, die Waffe. Hier, die E3. Und jetzt mit dem TL-50-Lader dazu kann ich mich nicht wirklich entscheiden, ob das noch immer meine absolute Lieblingswaffe ist oder ob ich das vielleicht nochmal... Oh, Mist, oh Mist, oh Mist, oh Mist. Ob ich das vielleicht nochmal umändern möchte. Also so wirklich festlegen kann ich mich nicht. Oh, da sind zu viele. Schade. Immerhin mein Geschütz haut noch ein paar Kills rein. Richtig, richtig gut. Also wirklich festlegen kann ich mich halt, wie gesagt, nicht so wirklich. Aber die E3, man merkt es auch immer noch, wenn ich jetzt hier spiele. Es macht mir unglaublich Spaß mit dieser Waffe. Ich finde die richtig, richtig gut. Und die wird wahrscheinlich auch noch länger eine meiner Lieblingswaffen bleiben. Zumindest ist sie mindestens unter den Top 2. Aber wie gesagt, festlegen möchte ich mich dann nicht. So, gut. Merkmale, das war das Thema. Und da muss ich gleich erstmal sagen... Man sieht es hier gerade, ich spiele gerade mit Leibwächter. Und Leibwächter, finde ich, ist somit das beste Allrounder-Ding, was es jetzt gibt. Nice. Das habe ich gut gemacht. Das habe ich nicht so gut gemacht. Aber dass da auch immer gleich so 2, 3, 4 Stück kommen müssen, ist ein bisschen nervig. Das beste Allrounder-Ding, wie ich finde. Denn man kann es irgendwie so in jeder Situation nutzen und es ist immer gut. Mein Problem bei zum Beispiel sowas wie Berserker und sowas ist, dass ich dann irgendwie immer so gewillt bin, dass ich nicht reinzoome. Bei Berserker jetzt zum Beispiel oder bei Scharfschütze, dass ich reinzoomen muss. Und dass ich auf jeden Fall das machen möchte, weil ich dann den Schadensboost kriege. Hier ist es ja so, du kriegst einfach weniger Schaden bei Leibwächter. Was natürlich einfach irgendwo immer nützlich sein kann, ne? Ist immer ganz gut. Aber allgemein jetzt mal so ein bisschen zu den Änderungen... Ich finde die Änderungen alle von den Dingern sehr, sehr gut. Das Einzige, was mich wirklich stört an den Änderungen zu den Merkmalen, ist die Änderung am Scout. Scout finde ich mittlerweile so unglaublich nutzlos. Besonders, also, das heißt besonders gerade die erste Stufe ist einfach, ich weiß nicht genau, was die machen soll. Also, ich verstehe nicht wirklich den Sinn dahinter. Das ist einfach nutzlos, wirklich. Du schießt auf jemanden und bist nicht sichtbar auf dem Radar. Das ist übrigens die erste Stufe für alle Leute, die sich gerade fragen, warum oder weshalb. Und wo ist denn der hier? Dengar! Ich denke mir hier schon. Oh Mann, der ist aber schnell. Ich sterbe aber. Er stirbt fast, naja. Aber nur fast. Den muss auch einer abschießen noch. Gut. Also Scout, wirklich die Änderung da mit dem... Also ihr könnt ja auch mal schreiben, spielt ihr noch Scout? Ich habe vorher wirklich so viel Scout gespielt. Mittlerweile halt gar nicht mehr, weil ich... Ich habe auch gar keine Lust drauf, weil ich einfach mir schon von vornherein denke, es bringt nichts. Die erste Stufe, wie gesagt, man wird nicht entdeckt, wenn man schießt. Erstens irgendwie, wenn man auf einen schießt, sieht man meistens ja sowieso, woher der schießt und hört das auch. Man kann es ja hören und auch sehen. Daher vielleicht ein bisschen unnötig, weil warum sollte man dann noch aufs Radar gucken, wenn man das auch anhand der... Schussrichtung so gesehen feststellen kann, wo der steht. Und zweitens ist es nun mal so, wenn du sprintest, dann bist du sowieso auf dem Radar gesehen. Und das war ja eigentlich das Gute daran. Das ist jetzt leider erst ab Stufe 2 der Fall. Und da finde ich dann doch irgendwie, nee, also dafür nehme ich das jetzt nicht.
Scout finde ich doch, wie gesagt, jetzt sehr, sehr schwach. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Ich habe es bisher jetzt wirklich noch nie gespielt, weil ich einfach schon von vornherein... Ich habe da so den Drang, das nicht zu spielen, weil ich es einfach als schlecht empfinde. Er will mich hier wieder wegholen mit seinem Sekundärschuss. Reicht aber nicht, wenn ich meine Adrenalin-Stim drin habe, hä? So, ich sehe schon, der da ist gefährlich. Die macht es stark in diesem, da. Dann versuchen wir nochmal mit der Granate. Der wartet hier richtig auf mich. Oh. Ah, da war ich jetzt aber echt voll konzentriert. Hat sich aber auch gelohnt, das habe ich da gut hingekriegt. Aber jetzt sind hier wieder zu viele. Da ist Bosk. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich muss hier wegkommen. Nein, da liegen Granaten überall. Boah, wie ich da weggeflogen bin. Ach Mann, oh Mann, dass mich da auch der Boss kannt, das so jagen muss. Ich komme hier irgendwie nie nach vorne richtig, ne? So, der steht hinterm Baum und wartet. Und jetzt ist er tot. E3 halt wirklich auf große Distanz, auf kleine Distanz. Also irgendwie so ein richtig guter Allrounder. Ich mag die Waffe halt, wie gesagt, richtig gerne. So, andere Merkmale finde ich eigentlich alle super. Und die Änderung allgemein, ich muss da jetzt mal wirklich ein bisschen aufs Thema eingehen hier, ne? Die Änderung allgemein finde ich alle sehr, sehr gut, muss ich sagen. Wirklich, abgesehen von Scout, hat das Todesstern-DLC das wirklich super hingekriegt, die Merkmale alle irgendwo interessant zu machen. Und gerade diese Sache mit, wenn man es auf Stufe 3 hat, dass man dann Power-Ups freischalten kann, finde ich übelst cool. Weil das macht es irgendwie wirklich... Ich habe richtig Lust, es jetzt auf Stufe 3 immer zu spielen. Falle ich jetzt in Tod? Ja. Ärgerlich. Irgendwie ist der ein Boss da, der richtig am Aufräumen. Wir haben leider gerade keinen Helden. Das ist ja immer so eine Sache bei Vorherrschaft. Ich habe das mit dem System hier immer noch nicht ganz verstanden, wer da Helden kriegt und wie die Helden da spawnen. Ah, dem habe ich jetzt gut Schaden gemacht, auf jeden Fall. Und wir gehen einfach mal auf ihn drauf, richtig. Im Nahkampf. Los, da muss doch auch mal irgendwer draufschießen noch auf den. Jetzt setzt er seine Stinkewolke ein und rennt weg. Na gut. Gerade dieses mit dem Stufe 3 Merkmalen, also dass man da wirklich dann die Dinger freischalten kann, ist super. Oh. Ach, das war der. Habe ich ihn erwischt. Super. Und allgemein finde ich die eigentlich recht gut gebalanced und alle super gemacht. Also ich wechsle häufig die Merkmale jetzt durch und spiele alle mal bis auf Scout halt, wie gesagt. Aber ansonsten, es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ihr könnt ja auch mal schreiben, wie fandet ihr das? Ist vorher besser gewesen mit den Merkmalen? Ist es jetzt besser? Au, wow, 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 wow. Also ich finde, das haben sie wirklich sehr, sehr gut hingekriegt. Und hier als kleiner Tipp. Adrenalin-Stim mit Leibwächter ist eigentlich eine richtig, richtig gute Kombo, weil man kann dann die Gegner wirklich schön in die Falle locken. Dann wird man angeschossen, sage ich mal, jetzt hier, fällt auf 20% oder so runter, rennt hinter so einen großen Baum, setzt Adrenalin ein. Der Gegner wird einem 100%ig folgen, weil er denkt, ey, ich brauche unbedingt diesen Kill, ich will den unbedingt kriegen und so. Man kennt das ja, ich mache das ja auch, also ist jetzt nicht so, als wäre ich da jetzt jedem erhaben oder so. Nee, man wird dann ja killgeil und denkt sich so, ey, den hole ich mir jetzt auf jeden Fall. Der ist nur noch mit 20% dahinter. Und dann schön Adrenalin und Berserker. Und Berserker, sage ich schon. Nee, und Leibwächter drin haben. Da gewinnst du, sage ich dir. Da gewinnst du die One-on-Ones recht stark auf jeden Fall. Da hältst du ordentlich was aus. Ein bisschen durch die Gegend rollen, ein bisschen ausweichen und dann hat man den Kill schon. Sofern man den Gegner trifft. Also das ist ein super, super Kombo. Ich spiele jetzt gerade wirklich sehr, sehr gerne so mit diesem kompletten Setup. Und wechsel dann halt den Thermal-Detonator, da wechsle ich teilweise ein bisschen durch, ne? Also nehme ich auch mal das Impulsgewehr oder Streugeschütz oder sonst irgendwas. Das schaffe ich nicht. Und ich schaffe es gerade irgendwie mal wieder nicht, das Ding auf Stufe 3 zu kriegen. Das wird nichts. Der schießt jetzt seinen Sekundärschuss, ne? Ja. Was übrigens auch sehr angenehm natürlich ist, ist dieses Sekundärschuss-Abgespamme überlebt man mit Leibwächter sehr gut, wie man hier gerade... Oh, Double Kill! Wie man hier gerade sehr schön gemerkt hat. Also die können einen ruhig richtig krass treffen damit. Solange man 100% Leben hatte vorher, überlebt man den Mist. Das macht es natürlich auch nochmal sehr angenehm, wie ich finde. Also ganz ehrlich, wenn ihr nicht so recht wisst, welches Merkmal sollt ihr nehmen, ich wäre also... Leibwächter gefällt mir am besten, sagen wir es halt so. Und jetzt ist hier alles hinter mir und über mir und unter mir wieder. Ach, ich hätte nicht schießen dürfen vorher. Da jetzt gerade das Beispiel. Der hat gesehen, ich habe von hinten auf ihn drauf geschossen. Er hat die Schüsse neben sich fliegen sehen.
Der hat mir jetzt Scout auch nichts gebracht. Als ob der jetzt auf die Minimap guckt und so, ha, wo sind denn hier die Gegner? Hm. Nee, natürlich nicht. Wer macht das denn auch? So, gut. Merk mal wieder auf Stufe 1 leider runter. Das ist echt blöd. Jetzt springe ich hier gerade in alle rein. Was auch ein bisschen doof ist, natürlich. War jetzt nicht irgendwie das Beste, was man machen könnte. Und wir kriegen immer noch keinen Helden, ne? Oder haben wir jetzt einen? Die Gegner haben schon wieder einen. Hatten wir überhaupt einen? Und was hat der denn gemacht, wenn ja? Stat-technisch stehe ich recht gut da. Und gerade bei den 40er-Modi habe ich jetzt in letzter Zeit auch mal so ein bisschen Scharfschütze gespielt, muss ich sagen. Und das finde ich auch... Ah, der war schon hinter mir. Das finde ich auch richtig, richtig cool. Wirklich Scharfschütze und dann mal den TL... nicht TL50, den T21B oder sonst irgendein Scharfschützengewehr. Macht auch super viel Spaß, sage ich euch. Da spielt man natürlich dann relativ defensiv. Aber so von der Varianz her, ich spiele jetzt viel häufiger mit verschiedensten Merkmalen und so weiter. Und das macht tatsächlich sehr, sehr viel Spaß. Das ist echt cool. Ihr könnt ja auch gerne mal schreiben, welches ist denn euer Lieblingsmerkmal und weshalb. Ich denke mal, die meisten werden wahrscheinlich sogar Berserker nehmen. Ist ja auch nicht schlecht. Ich spiele auch ganz gerne mal mit Berserker. Da hat man jetzt schön gesehen, wie dick ich das überlebt habe hier. Ich weiß jetzt gar nicht, wo er ist. Er ist tot. Da ist irgendwo ein Geschütz da vorne. Auch aufpassen. Sehen gar nicht. Ach, der ist hinterm Baum. Okay. Da ist auch nochmal irgendwo einer. Am Geschütz. Ah, den habe ich sogar die Kampfserie gestoppt gerade. Ja. Mit Super Speed in den Rücken geschlagen. Und der ist ja... Der ist natürlich tot. So, schade. Trotzdem verloren. Aber stat-technisch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das Thema wäre jetzt sowieso schon durch. Ich habe ja gesagt, das ist ja nur so ein kleines Ding, ne? 36-10. Finde ich auf jeden Fall ganz gut dafür, dass ich hier keinen Helden hatte. Und weiter geht's mit noch einer Runde Feuerschaft, diesmal aber auf der Jundlandwüste. Wir spielen das Galaktische Imperium und werden für den Imperator alle Punkte einnehmen, hoffe ich doch. Und ich habe ein bisschen was an meinem Loadout hier nochmal verändert. Die sind hier immer so viel schneller als wir, ne? Und zwar einfach mal reinsnipen. Nichts getroffen oder nur angehittet, weiß ich nicht. Und zwar habe ich das Sniper mitgenommen hier, Impulskanone. Man hat schon gemerkt, denke ich mal. Und das Körperschild haben wir auch dabei. Da gibt es jetzt keinen besonderen Grund für, das habe ich einfach mal wieder mitgenommen. Oh, den sicheren Schuss da, den treffe ich natürlich nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sehr schön, dass mich irgendjemand geheilt hat. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. So, und jetzt reicht es mir aber auch mal. Trotzdem treffe ich nichts. Da kann ich mich aufregen, so viel ich will. Den helfen wir hier mal schnell. Und da gehen wir mal flankieren. Da kommt auch schon einer. Ja? Jetzt aber. Rein da und die Leute abhalten hier. Ach, guckt euch das mal an. Mit dem Roboter da. Der war ja richtig gut jetzt. Der hat ja richtig gesessen. Super Schuss. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Mir macht das Spiel allgemein in letzter Zeit so unglaublich viel Spaß, wie wahrscheinlich sonst seit Release irgendwann nicht mehr. Obwohl, ja gut, das stimmt eigentlich nicht. Das hat mir immer mal wieder so richtig, richtig viel Spaß gemacht. Teilweise, stellenweise. Und gerade ist wieder so eine richtige Hochphase auf jeden Fall. Oh, wie ich hier die Snipe-Schüsse raushau. Läuft das gut bei mir. Ja. Oh, Kollege, vielen Dank. Hätte ich gar nicht mein Schild ziehen brauchen, hä? Das gibt's doch nicht. Was? Nein. Genau. Unfair. In der Luft geschockt. Das ist ja nicht mehr normal. In der Luft geschockt, ey. Ich hätte jetzt hier flawless zu null mein Dings aufbauen können. Hier mein Merkmal. Behaupte ich jetzt mal. Schade eigentlich. Aber gerade hier auch den Modus und Droidenalarm spiele ich jetzt in letzter Zeit eigentlich sehr, sehr häufig. Und das mit dem Snipen klappt ja gerade richtig gut. Wie viel bringt das? 100 Punkte. Das ist gar nicht wenig. Schade, den Killer haben wir nicht gekriegt. Aber gut, dann machen wir es so. Und wir snipen da einfach mal rein. Bam! Geh doch mal aus dem Zoom raus, Kollege. Danke. Wir verlieren einen Kontrollpunkt. Oh, Bosk. Hör auf, mich zu blocken. Ich mag dich ja, aber lass das.
So, wir gehen einfach mal hier hinten lang. Versuchen direkt hier rein zu stürmen. Oh, hinter dir. Nein. Ich konnte ihn nicht retten. Ja, den werde ich nicht kriegen. Der läuft einfach nur weg die ganze Zeit. Für so bewegende Ziele ist es natürlich echt schwierig mit der E3. Naja, hauen sie auch ihre Dinger hin einfach. Oh, und jetzt bin ich da. Ich wollte doch über den Berg rüberspringen und nicht so doof. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hat er den schon oder läuft er einfach immer weiter weg? Schade, dass man die nicht aufsammeln kann noch. So, jetzt, ich weiß gerade nicht, was ich irgendwie mache, aber irgendwie mache ich Mist. Spitzenspieler, ich habe mir doch gedacht, der campt hier hinten so rum und lungert da so ab. Das ist bestimmt einer, der hier die ganze Zeit nur auf dem Sniperbergen rumsitzt, auf den Magic Sniperbergen und versucht Kills zu farmen. Das Rebellenpack ist in der Überzahl. Ich wollte gerade sagen hier, aber wo ist denn der jetzt hin, der andere? Hat der hier irgendwas eingesammelt und ist abgehauen? Nee, der rennt einfach weiter und weiter, da vorne ist er doch. Ah, ich sehe deinen Schatten, Kollege. Danke für die ganzen Kills. Leibwächter Stufe 3, alles easy. Warum sind denn jetzt hier eigentlich so viele Gegner? Dass der Snipe-Schuss auch schon wieder nicht getroffen hat. Das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, aber doch. Wo ist denn das doofe Raumschiff hier, was mich abballert? Ich muss jetzt hier mal auch irgendwie nach vorne kommen. Ich weiß jetzt zwar nicht, wieso jetzt hier so viele Gegner sind und so viel Action, wenn ich doch so weit weg bin von den eigentlichen Zielen. Aber gucken wir mal. Wir haben wieder mal das schöne Geschütz. Das stellen wir einfach mal gleich weg. Han Solo wurde in der Nähe eurer Position. So, jetzt ist der olle Han Solo auch noch da. Vielleicht drehen sie damit das Spiel hier nochmal um. Wir werden es sehen. Aber wir gucken mal, ne? Wir gucken mal. Da ist ja einer. Zack. Haben wir den auch. Und endlich mal was Nutzvolles hier. Smart Rocket. Schade, da ist er rausgegangen vorher noch. Das sah ja cool aus, oder? Also ich finde schon. Okay, jetzt kann ich das auch mal benutzen hier für eine sinnvolle Aktion. Und selbst dafür dauert es ewig. So, springen wir hier mal hoch. Machen wir eben seinen Roboter da kaputt. Ich finde es aber cool, dass sie damit spielen, muss ich sagen. Finde ich sehr, sehr cool, dass damit auch mal welche richtig spielen. Denn das sieht man recht selten. Aber das war es jetzt auch schon wieder. Wow, das ging ja schnell hier. 14-1 habe ich. Tja. Gut, ich würde sagen, da hänge ich einfach mal noch eine Runde dran. Pff, wundert mich jetzt ein bisschen, dass das hier alles so schnell vorbeigeht. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde, also bis gleich. Oh, da vorne, Leute, da vorne. Oh, wenn ich das jetzt krieg, ne? Das wäre so cool gekommen. Also auch so gemein, aber schon cool. Na gut, ist ja auch nicht so schlimm. Ich habe ja relativ häufig irgendwie in letzter Zeit ein paar Helden gehabt. Ja, den nehmen wir mit. Vielleicht irgendwas, was den AT-ST da Schaden machen kann. Ah, ich glaube, das ist zu weit. Oh, muss der so fokussiert sein? Oh, das war knapp, ey. Ich ziehe jetzt einfach mal das Schild vorsichtshalber, weil wieder dieser AT-ST, der ist hinter mir. Der verfolgt mir jetzt wieder bis zum bitteren Ende anscheinend. Guckt euch das an, da hinten ist er noch, okay. Läuft ja doch noch ganz gut. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir hier nicht die Leute aufhalten können, die jetzt auf dem Weg sind zu der Eroberung. Wie den da. Okay, das hat anscheinend gar nicht getroffen. Passt auf euch auf! Wir haben gerade erfahren, dass ein Kopfgeldjäger am Boss in der Gegend ist. Eieieiei, gut, ich versuche es einfach mal selbst hier einzunehmen auch, ne? Da ist doch sonst keiner. Da sind welche. Also, dass das jetzt nicht getroffen hat, das können sie mir doch nicht erzählen. Irgendwann muss ich doch mal hier irgendwas treffen. Au. Da ist der Shotgun-Heini. Bin ich direkt vor ihm gelandet, unglücklich. Aber dass der eine Snipe-Schuss da nicht gezählt hat. Das sind so Sachen, da denke ich mir so, ja. Merkwürdig. Nicht lang genug aufgeladen, schade. Aber gut, wir versuchen es hier wieder zu erobern. Wir rennen auf jeden Fall mal in den Kreis mit rein. Das ist ja immer die notwendige Sache. Gut.
Sehen wir da irgendeinen? Ich sehe keinen. Alles klar, 8 Punkte, 8 Leute hier drin. Das ist auf jeden Fall unsers. Zack, den holen wir uns auch weg. Der kommt nicht davon. Oh, ich liebe die E3. Wenn ich das jetzt schon wieder sehe, wie ich da weggesprayt habe. Natürlich haben sie nicht so gut geschossen, aber dennoch super. So, beim nächsten Mal, also irgendwann werde ich auf jeden Fall auch die anderen Merkmale mal so ein bisschen durchgehen irgendwie. Also so eine Folge nach den Merkmalen machen. Diesmal ist es halt, wie gesagt, so ein bisschen Bodyguard. Oh, hallo. Unglücklich. Ich habe irgendwie nicht erwartet, dass da so viele auf diesem Sniperberg sind. Hätte eher gedacht, dass... Oh, ich hänge aber auch an jedem kleinen Steinchen fest hier auch schon wieder. Er kommt nicht höher. Das ist so eine einzige... Abmühung hier. Meine Güte. Da sind sie, die ollen Leute vom Sniperberg. Kann man alle abstauben hier, ne? Ich bin auf jeden Fall an der Spitze. Oh, da war schon wieder das Heldending. Gibt's noch nicht. Wir verlieren das. Das ist nicht so schön, aber wir müssen dann auch gleich wieder dahin, um es einzunehmen. Deswegen rennen wir mal in die Richtung. Oh, und ich hänge hier schon wieder fest. Also ich mag ja die Map hier wirklich sehr, sehr gerne. Ist sogar eine meiner Lieblingsmaps, besonders von den Großen. Gerade bei so Kampfläuferangriffen und sowas ist die immer richtig, richtig cool. Aber mit diesen Steinchen, aber das liegt ja auch nicht hier an der Map, sondern ist immer so eine Sache bei Battlefront. So, und da hat man wieder gesehen, der hat mich direkt getroffen mit der Kugel und denkt sich jetzt wahrscheinlich auch so, komisch. Leibwächter ist da echt super gegen. Sehr gut, ich will mir die Ladung holen und die ist schon vorher weg, ja. Ärgerlich. Weiter nach vorne. Ah, das schaffe ich nicht. Ich glaube, der Nahkampf wird auch nicht verringert. Das geht nämlich nicht. Oh, jetzt kriege ich ja hier alles ab. Ja, sieht nicht so aus, als würde ich hier weglaufen, ne? Kannst mich ja ruhig mal blockieren gehen, danke. Behauptet mal, das hätte getroffen, wäre der Stein nicht im Weg gewesen. Ja, mach das Geschütz wieder kaputt. Habe ich gut reagiert. Muss ich mich mal selbst loben. So, wir haben es also auf Stufe 3. Das heißt, wir hauen hier mal... Oh, wow, 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 wow. Das ist natürlich gefährlich. Wir hauen hier einfach mal die ganzen Sachen raus, ne? Muss man ja auch mal machen. Denn dann kriegt man hier immer schön das nächste Truppenschild und noch ein Truppenschild und noch ein Truppenschild. Was man alles nicht will. Man will ja eigentlich die offensiven Dinger kriegen, ne? So Thermal-Imploder. Ja, sowas ist auch natürlich nice. Aber am liebsten eigentlich immer Smart Rocket und Thermal-Imploder. Immer abwechselnd. Oh, das Denker. Gegen Helden ist da natürlich immer noch das Problem bestehend. Ach, jetzt wollte ich dem Schaden machen und bin hier schon wieder zu weit runtergerutscht. Ha, da schießt wohl einer auf mich. Guckt der? Nee. Umgelaufen, Denker. Jetzt ist der Punkt weg, ja. Also dem habe ich jetzt auch schon echt viel Schaden gemacht. Und wir haben schon gewonnen. Das ging ja super schnell hier. Krass, was haben wir denn? 16 zu 2. Oieieiei. Schade, dass es dann am Ende nicht mehr länger ging. Ich hätte jetzt gerne noch ein paar Merkmale und ein paar Dinger freigespielt. Hier meine ich natürlich ein paar Power-Ups. Gucken wir mal, schaffen wir es aufs Treppchen? Nee. Aber gut, ich würde sagen, das war's dann auch mal wieder mit diesem Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung, besonders wegen den Merkmalen, in die Kommentare, was ihr vielleicht als bestes Merkmal findet und was ich vielleicht auch mal für Kombos oder so ausprobieren kann. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dann sage ich Tschüss.